Guter Stuf. Ja, Leute, servus miteinander. Das war's doch nicht für dieses Jahr. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Heute haben wir am 12. Dezember, am 12. Januar. Und jetzt hat es heute in der Nacht ganz schön gut gefroren. Jetzt hat es immer noch minus 4 Grad. Inzwischen ist es zwar 3 Nachmittag, aber jetzt war es den ganzen Tag bewölkt. Also ist da nichts getaut oder was. Darum haben wir gedacht, nutzen wir den Tag einmal, den halben Tag, also ich werde wieder arbeiten müssen. Nutzen wir den Tag einmal wieder und werden wir noch ein paar Bäume raus. Der Bullock steht da, wie man schon sagt. Ja, außerhalb der Fallrichtung. Und da waren wir im letzten Mal da vorne. Jetzt war ich noch da. Das sind 3-4 Bäume, das sieht man eh oben. Die haben schon ein wenig Windscheuch, weil der Wind ab und zu doch einmal von der Richtung kommt. Normalerweise kommt er immer von Westen, also von vorn. Aber ab und zu ist halt einmal anders. Und dass wir da ein bisschen sicherer sind, dass da nichts passiert, mag jetzt da die Kanten, dass da so aufgeht. Weiß nicht, sieht man es? Eigentlich nicht. Also da waren wir jetzt das letzte Mal. Da ist das Bazier gesteckt, das ist aber heute auch relativ gut gefroren. Also kann man die Probleme auch verfahren. So, also da das haben wir heuer alles rausgeschnitten. Da geht eben so eine Schnittkante durch. Und da stehen jetzt halt noch 3 Bäume oder was auf der rechten Seite, die mag ich jetzt noch umschneiden, dass wir da gerade hinkommen und dann auch zum Abpflanzen, dass wir da eine schöne Linie ziehen können und das ein bisschen besser ausschaut in diesem kleinen Raum. Genau, das war jetzt erst einmal. Das Bett ist, ich habe ein etwas Ohrsack dabei, die mittlere, das war 61C. Die größere, die 441er, hat nämlich einen kaputten Tankdeckel, ist mir gerade vorher aufgefallen. Da tropft es ein bisschen aus. So. Muss ich mal schauen, wahrscheinlich ist der O-Ring nicht mehr ganz dicht. Da müssen wir uns mal in Ruhe anschauen. Aber ich sage jetzt einmal, für die Baum da geht das mit der 261er genauso. Dauert vielleicht ein bisschen länger zum Schneiden. Aber okay. Muss man sich da ein bisschen gedulden. Gut, dann. Sack muss ich immer schnell wieder. Okay, doch nicht beim Umschneiden später. Jetzt haben wir schon umgeschnitten. Irgendwie hat die Kamera aufgehängt. Aber es war jetzt halt schnell gegessen. Die 3 Bäume sind schon umgefallen. Gleich ausgast und zusammengeschnitten auf 5 bzw. 4 Meter 10er. Ja. Jetzt habe ich einen in der Gabi. Das ist ein Brennholz, der 3,20 Meter. Wenn wir jetzt den Buckel da runterfahren, ich weiß nicht, ob das hier hat oder ob er runterrollt, aber schauen wir einfach mal, dann sehen wir es schon. So. Gucken wir mal, ob das hier hat. Jetzt schon ein bisschen weh, aber ich muss jetzt auch nicht extra rückwärts runterfahren, wenn man denkt. Und wenn es runterfällt, oder wenn er runterkugelt, dann kugelt er runter. Geht schon. Also unsere Rückgassen sind halt nicht 5. Da fängst du schon ein bisschen Muppensausen, wenn er hinten am Stock kommt. Also unsere Rückgassen sind nicht 5 Meter breit, wie manche andere. Aber wir kommen uns auch zurecht. 5 Meter, weiß ich nicht. Wie viel das im Endeffekt sind. Nicht auch aus die kommen, aber halt ein bisschen kurviger und so. Wenn ich ob der halbes da durchkommen dort, dann müsst ihr wahrscheinlich erst 20 Bäume wegschneiden, bis ihr fahren könnt. Naja, weil wir hier gefragt haben, warum wir das, wir es mit der Hand rausschneiden im Harvester. Wir haben vor 2 Jahren im Winter haben wir einen Harvester da gehabt. Da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Da haben wir noch Käferbaum vom Sommerstieg gehabt und dann war ein Windbruch. Und dann, jetzt auch noch was, dann haben wir auch noch was gehabt, als was so zum Ausschneiden war. Darum haben wir da einen Harvester ausprobiert gehabt. Ich muss sagen, ich war aber nicht ganz zufrieden. Ich habe schon einige Schäden hinterlassen beim Rücken. Es ist ein bisschen, ist immer normal, dass Schäden an den anderen Bäumen sind, die wo noch stehen bleiben. Aber das war halt schon ein bisschen früh. Vor der Grippe haben sie zusammengehauen. Das kann passieren, aber das sollte eigentlich auch nicht passieren. Also vor der Grippe für die Rehe, für die Jäger. Ja, hilft nichts. Und dann hat er
ja, zwei, drei Bahnen weggeschnitten, ich war eigentlich nicht weggehört. Es kann sein, ich wollte rausgezeichnet waren. Und ja, da einen rumgeschnitten, weißt du, wie du abgeschnitten. Und also mir macht es echt Spaß, das kann ich sonst halt. Kann man das schon mal machen. Also ein bisschen ein Fitnessprogramm, andere gehen ins Fitnessstudio. Ich mache halt das. Mein Papa und mein Bruder helfen auch manchmal. Von dem her kein Ding. Außerdem spart man sich da doch einiges. Wenn man denkt, ich weiß gar nicht, was haben wir gezahlt. Ich glaube, nagelt es mir nicht fest, aber ich glaube 25 Euro für einen Festmeter zum Umschneiden und Rücken. Also 25 Euro wird dann abgezogen im Endeffekt vom Preis, den man vom Holz kriegt. Ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr, da müsst ihr auf die Rechnung schauen. Aber da können wir doch was zahlen. Wenn es 59 Festmeter sind, dann ist da gleich eine hübsche Summe beieinander. Und wenn die was ist, das kann ich selber auch machen. Das war jetzt was anderes, wenn jetzt ein Windbruch war, da wo die Bäume gefährlich liegen, übereinander und eingehalten und alles. Aber das haben wir in dem Fall nicht. Von dem her, ich glaube, das ist ja easy. So lange macht man es jetzt selber. So, was wird jetzt mal eigentlich? Da aufgefahren. Da auf Filmer und gleichzeitig Pullen fahren ist gar nicht so einfach. Hab ich gemerkt. Filmen schon, aber es reden nicht. Schauen wir mal auf. Okay, mal. Niedriger Gang. Hier ist der Bund auch nicht gefroren, aber schätzt mich mit. Ja. So, dass wir jetzt aufgekommen. Also Differentialsperre habe ich jetzt eigentlich da. Ja, sag's dir. Ja. Das ist die, da werden zwei Wurzeln zusammenkommen und der Rückengassen drin. Und wenn es die beiden Blätter erwischt, dann geht halt nichts mehr voran. Jetzt mal das nächste Mal vielleicht schauen, dass wir da oben runterfahren. Aber die Differentialsperre hilft ja da schon weiter, dass die einzelnen Radeln nicht durchbrennen. Jetzt habe ich nicht entschieden, ob ich noch einen umschneide oder ob ich es runterziehe. Hier ist jetzt inzwischen. Ja, mal schauen. So. Dann natürlich von der Salzsperre wieder raus. So. Jetzt sind sie dran und eine halbe die Tonne
Brombeeren habe ich auch mitgenommen. Die habe ich ein bisschen ausgezogen inzwischen. Also ganz schöne Ladung jetzt. Also man merkt schon, wenn man so hebt, dann wird es groß. 4x5 Meter. Das hat schon ein bisschen gelegt. Jetzt schauen wir, dass wir alle runterkommen. Zum Glück liegt kein Schnee nicht und es ist einfach so gefroren. Weil sonst hätten wir da ein Problem, da wenn du einmal ins Rutschen kommst, dann ja, das Pech aus der Fangst nicht mehr. Du kannst bloß versuchen, das Schwill da so schnell wie möglich runterreißt. Aber ich glaube, wenn du einmal ins Rutschen kommst, dann halt, ja, wo es ist. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera schon so sieht, aber da geht es doch ein bisschen runter. An die Baum sieht man es vielleicht, aber. Scheiter, aber es ist, ja, jetzt ist kein Problem. Und es ist trocken, gefroren. Von dem her, das ist schon hier. Erst so unten zwei Querstämme hier. So, schmeißt ein bisschen rauf. Also umgekommen über den Berg. So. Das jetzt passt, weiß ich noch nicht. Nein. So, dann fahren wir wieder auf. Jetzt haben wir die Festtagsbeleuchtung. Heute geht es zumindest bis jetzt. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Jetzt fahren wir da rauf, wo das letzte Mal so balzig war. Es ist immer noch balzig, aber nicht mehr so. Schauen wir mal, ob wir ohne Differential raufkommen. Leck. Das ist Schwung. Ne?
fein durchkommen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil da ist eine saubere Wurzel. Ich weiß nicht, sollten wir es da unten wahrscheinlich nicht, dass ich da unten. Gehen wir drüber, aber die Reifen vorne sind so dermaßen glatt. Ja, jetzt sind wir drüber. Da vorne seht ihr es. So, letzte Fuhre. Vier Jahre hängt, sind jetzt die letzten. Dazwischen mag ich nicht mehr. Also, so einen Tag erst normal arbeiten und dann noch mehr ins Holz gehen, das schlaucht schon ein wenig. Wobei, naja, eigentlich ist es ein guter Ausgleich vom Bürojob. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen wieder mal. Wenn es euch Spaß gemacht hat, drückt es gerne auf Gefällt mir und schreibt einen Kommentar.